Hi zusammen, ich bin's Anna, herzlich willkommen zu einem Video und heute geht es mal um eine körperliche Erkrankung und zwar um das Ramsay-Hand-Syndrom, womit gerade auch Justin Bieber zu kämpfen hat. Ich bin ja ein sehr großer Justin Bieber-Fan, was auch unschwer erkennen ist, weil ich halt viele Lieder auch schon von ihr gecovert habe. Ich möchte halt gerne einmal über dieses Syndrom oder die Erkrankung in dem Falle mal ein Video machen, auch wie man es behandelt und auf die Symptome, was für ein Auslöser da ist, weil das ja auch gar nicht so bekannt ist. Davor habe ich das in meinem Leben noch nie gehört, ist auch nicht so, ist relativ selten, diese Erkrankung. Und ich habe jetzt auch eine echt, ich finde auch recht krass, wie das dann entsteht, weil man kann eigentlich im Endeffekt da gar nichts für. Also das könnte theoretisch gesehen jeder bekommen. Darüber geht es jetzt in dem Video. Viel Spaß beim Video. Ich fange jetzt auch an. Also, erst einmal Auslöser ist das Zoster Octius, also das virtuale Zoster-Virus im Bereich des Ohres, also bei Justin Bieber zumindest im Bereich des Ohres, das kann auch andere Bereiche betreffen, da komme ich gleich auch noch drauf. Das ist halt ein Herpes-Zoster-Virus, also von der Gürtelrose, beziehungsweise von den Windpocken auch. Also das, wenn man zum Beispiel als Kind oder auch, weiß ich, auch als Erwachsener, kann man sich auch Windpocken bekommen, dann sind diese Zellen erst inaktiv. Also dann hat man die halt in seinem Körper, diese Viren, und also inaktiv irgendwo, setzen sich dann fest. Und dann werden sie aus bis jetzt unerklärten Gründen auf einmal wieder aktiv. Und je nachdem, wo das ist, also es gibt verschiedene Orte, wo das ist. Also einmal gibt es die Variante, dass es am 7. Hirnnerv wieder aktiv wird. Das führt dann zur Gesichtslähmung, dass zum Beispiel man nur mit einem Mundwinkel lächeln kann quasi. Das andere bleibt dann halt irgendwie, das kann man jetzt auch nicht nachmachen, irgendwie hängen. Das heißt, eine Gesichtshälfte, man kann zum Beispiel nicht mehr blinzeln, man muss dann immer... Man kann nur auf eine Auge teilweise blinzeln, je nachdem, wie krass die Gesichtslähmung ist. Und auch man kann weder seine Augenbrauen noch nicht bewegen, noch seine Nasenflügel und alles. Also man kann nicht, also sein ganzes Gesicht ist auf eine Seite komplett gelähmt. Das kann permanent bleiben, es kann aber auch nicht permanent sein. Das heißt, wenn man dann mit Übungen kann man das dann wieder herstellen. Also das ist jetzt die eine Variante davon. Die andere Variante von dieser Erkrankung ist, dass am 8. Hirnnerv diese Viren den angreifen. Und das führt dann zu Gleichgewichtsproblemen. Also ja, das ist halt auch nicht so. Also ich finde, also alles ist nicht gut. Also das ist schon sehr einschneidend. Also das ist wahrscheinlich aber, also je nachdem, wie schwer das ist und wie schwer der Nerv durch diese Viren, die dann den Nerv angreifen, halt angegriffen ist, kann es halt auch sein, dass es permanent so noch bleibt. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass irgendwelche Schäden da entstehen. Und es gibt auch noch die dritte Variante, die ich gefunden habe. Die krasseste, also finde ich persönlich, dass wenn das Gesicht oder die Augen betroffen sind, dass man dann auch bis zur Erblindung hält, das führen kann, weil die Hirnhaut vernarbt. Im Auge. Ja, das heißt, je nachdem, wo diese Viren sich dann eingenistet haben, ja, ist dann halt die entsprechende Auslöser. Ich kann allgemein nochmal die Symptome sagen, die ich halt im Internet auch gefunden habe. Und zwar, das Symptom ist zum Beispiel auch, wie ich schon gesagt habe, Sichtlähmung. Also die Partialparese, also auch nochmal ein Fachbegriff dafür zu nennen. Neuropathische Schmerzen, also das sind Nervenschmerzen. Auch Verschlechterung des Hörvermögens bis hin zur Taubheit kann auftreten. Also wenn halt dieser Gleichgewichtsnerv halt getroffen ist, kann es bis zur Taubheit führen. Schluckbeschwerden, wenn der Rachen betroffen ist. Gleichgewichtssinn, habe ich ja schon gesagt, kann auch beeinträchtigt sein. Man kann starke Ohrenschmerzen haben, es können sich Bläschen an der Außenseite der Ohrmuschel bilden und auch im Gehörgang. Sehr seltene Symptome sind zum Beispiel Kopfschmerzen oder Nackensteifheit oder auch Verwirrung. Ja, also das sind alles keine sehr schönen Symptome auf jeden Fall. Und ich finde, die Krankheit ist schon echt ernst zu nehmen.
Aber sie ist behandelbar. Also in den meisten Fällen gehen die Symptome auch wieder weg, also es halt nicht permanent ist. Oder dass nur kleinere Sachen zurückbleiben, dass man zum Beispiel noch manchmal so Schmerzen oder sowas hat von der Infektion, aber dass zum Beispiel dass die Gesichtsfunktion halt immer wieder so halt wiedergekehrt ist, zum Beispiel. Also es gibt halt verschiedene, verschiedene Verlaufsformen. Und am besten ist, wenn man 3 Tage nach dem ersten Symptom auch mit der Behandlung beginnt, dann hat man höchsten Heilungschancen, dass es halt auch vollständig geheilt wird. Das heißt, dass da, wenn ihr solche Symptome habt, wie Gesichtslähmung oder irgendwie unbegründete Schmerzen oder auch Schmerzen im Ohr und zusammen mit der Gesichtslähmung, das kann auch passieren, ist es wahrscheinlich das. Und dann geht ihr am besten zum Krankenhaus oder zum Arzt und lasst euch da auf jeden Fall untersuchen. Das ist echt nicht mit Ernst zu behandeln, weil das sind halt diese Windpockenviren, die irgendwie im Körper sind und die dann halt da die Stellen angreifen. Ich finde es schon krass. Ich habe damit nicht gerechnet, dass das. Also ich wusste bis gestern Nacht quasi gar nicht, dass es diese Krankheit gibt. Und ich finde das schon beunruhigend, dass die Windpockenviren einfach reaktiviert werden, einfach aus unerklärlichen Gründen. Aber ich denke aber auch, dass das auch so passieren kann, wenn man irgendwie wieder Kontakt mit diesen Viren allgemein halt irgendwie bekommt, dass das dann auch deshalb sein kann. Also, aber ich bin kein Arzt, das ist einfach nur ein Informationsvideo über alles, was ich so zusammengetragen habe. Natürlich können die Angaben auch falsch sein, also Angaben sind echt ohne Gewähr, aber die ein paar Sachen müssen ja stimmen, weil das mit der Gesichtslähmung hat ja Justin Bieber, also muss es ja irgendwie stimmen. Und jetzt kommen wir natürlich auch zur Behandlung. Man kann also halt Schmerzmittel bekommen für die Behandlung der Schmerzen. Antivirale Medikamente gegen den Virus, dass das nicht weiter also den Hörnerv oder auch Sehnerv oder wie auch immer halt angreift. Dann kann man auch noch entzündungshemmende Medikamente bekommen. Und ganz selten wird auch eine OP durchgeführt, um den Druck auf den Hirnnerv also auch, oder auf, beziehungsweise auf den Gesichtsnerv auch zu senken. Ja, das sind alle Informationen, die ich jetzt irgendwie so zusammengetragen habe. Ich hoffe, es gefällt euch auf jeden Fall. Das ist mal ein anderes Video. Ich bin da noch nicht so erfahren drin, Krankheiten, also normale Krankheiten irgendwie aufzubereiten. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich habe euch jetzt alles, was ich gefunden habe, so kurz wie möglich halt zusammengefasst. Wie gesagt, Angaben sind ohne Gewähr. Ich verlinke euch auch mal unten in der Videobeschreibung so ein paar Quellen von mir. Ihr könnt euch auch da nochmal durchlesen. Das war's jetzt auch von mir. Von mir kommt wahrscheinlich gleich auch noch ein Kochvideo. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, bitte aktiviert die Glocke oder abonniert auch meinen Kanal und gebt dem Video einen Daumen hoch, also einen Daumen oben. Das wäre echt cool. Ich habe übrigens auch eine neue Frisur. Ich hoffe, sie gefällt euch. Also ja, ich musste mal endlich wieder zum Friseur und jetzt finde ich, sieht deutlich besser aus als davor. Gut, nur so ein kleiner Fact am Rande. So, dann bis zum nächsten Video, eure Anna. Ciao!